So, da bin ich wieder. Ich wollte euch ja erzählen, was ich damals meistens gemacht habe. Und zwar muss man dazu sagen, oh Gott, hat der Leben. Ich glaube, ich ziehe mal besser zurück. Oh, was ist das denn hier, so ein kleiner Schädel? Gibt es den auch vorher? Och, nö, den gibt's gar nicht. Okay, dann sind hier wirklich Details hinzugekommen. Okay, die Steine gibt es, den Kaktus gibt es. Auch nice, wie der Kaktus aussieht. Achso, genau. Und zwar habe ich das meistens so gemacht. Ich habe das meist... Und zwar ist ja die KI in StarCraft richtig hart. Also die KI ist schon ordentlich schwierig, wenn man die benutzt. Und die war mir damals als Kind zu schwierig und ich habe das meistens folgendermaßen gemacht. Und zwar habe ich eine Karte gebastelt, habe dann irgendwie in der Mitte der Karte irgendwie so eine große Linie gezogen von Fluss, Felsen, irgendwas. Habe dann zwei Startplätze gemacht. Einmal einen Startplatz mit Mineralien und Gas und einmal einen Startplatz nur mit Mineralien. Und diesen Startplatz mit nur Mineralien hat die KI bekommen. Und wenn die KI halt kein Gas hat, dann ist sie sehr viel einfacher zu besiegen. Nein, ist sie nicht. Sie ist, wenn man das normal macht, genauso schlimm wie vorher auch. Die KI wird erst dann einfacher, wenn man sich von ihr trennt. Und zwar, es gibt ja kein Volk hier, was irgendwas hat, was kein Gas braucht, womit man Klippen überwinden kann. Und zwar Truppentransporter und so weiter, die kosten ja alle Gas. Und dann hat man einen Gegner, welcher halt meistens nur... der nur Zerklinge, nur Berserker oder nur Space Marines baut, weil er halt kein Gas hat und einen auch nicht angreift, weil er es nicht kann, weil eine Barriere zwischen ist. Und dann hat man das erste Mal, wie nennt sich das, als normaler Spieler so ein bisschen eine Chance dagegen. Also als Kind dann halt schon mal so halt minimal eine Chance gegen die KI. Und wir sind schon fast voll aufgedeckt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, was ist. Ja, das habe ich schon gemacht, aber davon kann ich nochmal einen Angriffstrupp bauen. Mir fällt dieses komische... Wo werden wir angegriffen? Scheint schon wieder weg zu sein. Mir scheint die Akademie zu fehlen. So, was haben wir... Okay, die Drohne hat es geschafft. So, erstmal gucken, was ist das alles? Kraxlerinnenbude, genau. Kraxlerinnen war damals eine Gruppe, die mochten wir nicht. Die haben wir so genannt. Data Dane Waffenplunderladen. Auch mal ein bisschen auftecken hier. Kraxlerhaus. Vario-Werkstatt. Keine Ahnung, was das ist, aber hier gibt es Panzer für ein Gas. Vario Classic 1. Gab's Vario schon mal? Als Joke oder so? Wir haben hier 5A, glaube ich. Mädchenecke. Geierflyer. Da muss er da lang fliege. Okay, das ist dann diese komische Sprache. Das ist auch, glaube ich, schon so die Zeit, als Vario... Joystick. Das ist, glaube ich, auch schon die Zeit, als Kaya Yana populär wurde. Aber ich wollte weiter erzählen, wie ich StarCraft bekommen habe. So, dann konnte ich halt mein eigenes Szenarien machen, als ich dann rausgefunden habe, dass man dieses Fenster halt dann nach oben ziehen muss. So, weiter geht es dann damit, dass ich mir dann nach StarCraft Original dann auch StarCraft Brood War geholt habe. Diesmal dann auch in der Big Box, steht hier auch immer noch im Regal. Und ich glaube, in der Big Box auch mit drin ist auch immer noch das Jewel Case von StarCraft. Da ist aber nicht mehr dieser 10-Mark-Aufkleber drauf. Weil, ach so, dieser 10-Mark-Aufkleber, da sind wir ja noch gar nicht. Ach so, ich bin jetzt erstmal bei StarCraft. Und zwar habe ich dann StarCraft, weil halt die... Ne, wo bin ich denn jetzt? Habe ich das schon erzählt, dass ich in den Saturn bin? Ja, habe ich. Das habe ich gerade erzählt, dass ich in Saturn bin und habe dann nochmal einen Heiermann wiedergekriegt. Ja, das habe ich erzählt. So, Vario Classic 1 und Vario mit Joystick. Ach, dann heißt das hier wahrscheinlich auch Joystick. Das ist jetzt 1010. Na, nicht überzeugend. Beziehungsweise so lange noch nicht überzeugend, bis ich die Waffen noch nicht gekauft habe. So, ich versuche mal mit denen. Hier steht was. Hier sind ein paar Gebäude. Ah. Was ist das denn? Fehlerzeichen minus 23K7, ist das? Fehlerzeichen? Wie habe ich denn da ein Fehlerzeichen reingekriegt? Ist das so ein altes Windows-Zeichen, was ich damals benutzt habe, was es heute nicht mehr gibt? Okay, wir werden angegriffen. Kommen wir gerade im Angriff zuvor oder was ist da passiert? Kann ich den Drogen geben? Nein, ich habe die Akademie nicht. Aber ich habe noch Biolehrer, die könnte ich auch noch mitschicken. Ach, die sind da hinten. Okay, die scheinen ziemlich zäh zu sein. Was müssen wir machen? Okay, erklären und spielen gleichzeitig ist nicht immer so das Einfachste. Ja, Biolehrer. Brauch schnell meine eigenen Biolehrer. Wo seid ihr? Wie sieht der denn aus?
Der sieht ja komisch aus. Sind wir schon aufgetaggt? Okay, wir kriegen 5 Schaden mehr. Das ist nicht so mega viel. Okay, ich muss hier besser aufpassen. Und da ist noch ein Vergifter. Egal. Macht der was? Kann der... Der kann nicht angreifen. Der macht aber irgendwas, was Schaden anrichtet, oder? Ich weiß es nicht mehr genau auswendig. Okay. So. Pylon. Was ist das? Hauptsteuerung. Energie... Reservoir. Okay, so schreibt man das nicht. Moment, das schreibt man doch. Wie schreibt man das? Reservoir schreibt man das. Das weiß ich aber auch nur, weil hier ein Reservoir Dogs Poster rumhängt. So, zack. Zack, und mit denen wollte ich da hinten weiterbauen. Gut, jetzt haben wir aber schon eine ganze Menge. Und zwar müssten wir auch das und das noch bekommen. Ich gucke mir die erstmal an und gucke, ob die leistungsfähig sind. Ich habe mir dann irgendwann Brood War nochmal einzeln geholt. Und zwar das Witzige ist, das allererste Starcraft, was ich versucht habe mir zu kaufen, war ja... Das dauert noch ein bisschen. War ja dieses Brood War in der großen Schachtel. Und dann hatte ich nochmal das Brood War in der großen Schachtel. Und dann konnte ich auch Brood War spielen. Und zwar erst in Brood War kann man halt die Namen ändern. Und zwar im Klassen-, also im Szenario-Editor von StarCraft 1 ohne Brood War kann man die Namen nicht ändern. Und deswegen müssen diese ganzen Szenarien hier weit später entstanden sein. So, ich möchte aber erstmal wieder angreifen. So, was bist du? Du bist 1000. Und, ah, so genau, das ist... Ah, Torben. Okay, dann ist es doch nicht Thorsten. Patrick Classic, genau. Der hat unglaublich viel Schaden. Und zwar davon viele zu bauen, ist relativ... Ah, ja, so teuer sind die auch nicht. Die muss man dann allerdings gut aufrüsten. Und zwar möchte ich gern dann dafür noch eine Werkstatt haben. Und zwar sind die relativ gut als Nachhut, um halt, wie nennt sich das, sehr viel Zerstörung anzurichten, wenn die Hauptmacht schon durch ist. Die möchte ich gerne als Verteidigung behalten. Ich habe allerdings noch eine neue Truppe davon. Das Szenario ist auch sehr viel schwieriger als das letzte. Und dann hatte ich halt auch irgendwann, wie nennt sich das, einen besseren Rechner. Und zwar den habe ich immer noch. Das ist dieser Fujitsu Siemens, habe ich wahrscheinlich schon mal von erzählt. 550 MHz mit einer TNT-2-Grafikkarte drin. Den habe ich auch heute noch in der Ecke drin rumstehen. Und mit dem lief dann auch endlich dieses Star Wars Force Commander. Okay, wie sieht's aus? Super Bio-Geier, okay. Na, ich glaube, ich muss das warten, bis ich mit denen so die ersten... Ach, habe ich schon. 20 Schaden. Diesmal scheint es schwieriger zu sein. Okay, hier sind Zerg und so gemischt Flying Geier. Ja, es ist ein ganz normaler Fünfklässler, kein Problem. Und nein, falls euch fragt, ich habe mit diesem Spiel hier kein Amok-Alarm bei meiner Schule ausgelöst. Weil, ach du Kacke. Weil das hier war lange vor dieser Amok-Thematik. Ich glaube, der erste deutsche Amoklauf war der von Robert Steinhäuser in Erfurt. Und das hier ist lange davor entstanden. War es denn 2002 oder 2003? Das hier müsste 2000er oder 1999er Kram sein, dieses Szenario hier. So, was haben wir denn? Wir benötigen das noch. Ja, das hier ist auch ganz praktisch. Und vor allen Dingen Waffen. Wir brauchen viele Waffen. So, und zwar würde ich gerne mal hier so einen Bunker hinpacken. So, wie sieht's aus? Ja, die kriegen halt... Genau, diese Panzer kann man relativ gut als Bullet Sponges benutzen. Und das sieht auch cool aus, wie der hier sein, schräg sein Gewehr hält. Ach, dann ist das da unten überhaupt kein Schrotrifle. Dann ist das also gar kein Vorderschaft. Das ist das Magazin wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich... Was uns hier killt, ist wahrscheinlich die ganze Zeit dieser Schleicher. Das heißt, wir müssen mal... Na, es dauert noch ein bisschen auf Luftwaffe gehen. So, wie sieht's aus mit dem Bunker? Es dauert noch. So, dann tue ich die mal hier hin. Die müssen noch relativ gut sein, wenn die so viel aushalten. Da mal gucken, was haben wir denn hier an Fliegzeug? Hm. Teuer. Teuer. Umsonst. Teuer. Mehr nicht so sinnvoll.
Sind Zerklinge, ja genau, Zerklinge sind relativ günstig. Davon können wir relativ viele Massen dem Gegner einfach entgegenwerfen, ohne da groß drüber nachdenken zu müssen. So, was war dann? Ach so, genau. Dann hatte ich irgendwann mal meinen Fujitsu Siemens PC mit 550 MHz. Und dann konnte ich auch endlich Star Wars Force Commander spielen und habe festgestellt, Star Wars Force Commander ist einfach nur Kacke. Das ist total bescheuert, das Spiel. Das hat eine total hässliche 3D-Grafik, da sieht StarCraft in 2D Längen besser mit aus. Ja, der Schleicher ist das Problem, der hier rumguckt. Und deswegen muss ich dann Overlord hinschicken, weil Overlord haben halt den Detektor. Aber die kommen gegen den Biolehrer an, also zumindest zu dritt. Und die haben hier ganz viele Sanitäter rumfliegen. Mit einem Leben und null Panzerung, Ronja. Ach genau, das war was besonders Witziges. Und zwar ist das, was wir damals immer als Spaß gemacht haben. Dafür brauche ich aber relativ viele Depots. Achso, genau. Star Wars Force Commander war relativer Dreck. So, das fand ich gar nicht cool. Das war total fummelig. Das war auch irgendwie von den Proportionen her. Das war von den Proportionen her realistisch. Und zwar war dann AT-AT auch so groß, wie ein AT-AT ist. Aber es war schwierig zu steuern. Die Kampagne war schwer. Und die Kamera ließ sich nicht richtig unter Kontrolle halten, weil das eins der ersten 3D-Spiele, also eins der ersten 3D-Strategiespiele war. Es hatte ein total komisches Balancing. Das Imperium war immer viel zu stark. Man hatte keinen Szenario-Editor, das fand ich besonders kacke. Und dann noch so ein paar, ich weiß gerade gar nicht mehr, warum es so kacke war. Ich müsste mir auch mal nochmal Videos dazu angucken. Ich weiß. Meine ganze Ökonomie wurde zerstört. Aber ich meine, WBF sind doch günstiger als Drohnen, oder? Die kosten nur 150. Na, nehme ich doch die. So, und dann habe ich halt einfach trotz des besseren Rechners weiter StarCraft gespielt. Obwohl, auf dem besseren Rechner hatte ich dann auch... Genau, mit dem Fujitsu Siemens PC gab es dann Age of Empires 2 dazu. Und Age of Empires 2 habe ich... Ups, rausgeschnitten. Habe ich sehr gerne gespielt. Age of Empires 2 war damals teilweise noch cooler als StarCraft, weil man im Szenario-Editor noch viel mehr machen konnte. Beziehungsweise viel mehr als ich, denn im, ihr wisst ja, wie ihr hier sehen könnt, im StarCraft-Editor kann man ja ganze Skripte schreiben und so weiter. Das habe ich auch ganz am Ende noch rausbekommen, aber da war dann StarCraft auch nicht mehr so ganz so angesagt bei mir. Also ganz am Ende habe ich dann noch relativ gute Skripte hinbekommen und so weiter. Das hier, meine ich, hat im Original kein Skript. Das Ding hier hat im Original noch nicht mal eine KI, und zwar, wenn man hier einfach hergeht. Alter. Wo sind meine... Ja, jetzt habe ich schon wieder meine Biolehrer verheizt. Komm. Scheiße. Ich glaube, das ist das erste Szenario, was ich wirklich verkacke. Ja. Damit würde ich sagen, dann... Ach, wohl, so schnell gebe ich nicht auf. Ich habe noch voll viele Mineralien. Solange ich voll viele Mineralien habe, habe ich auch noch voll viele Zerklinge. Okay, die haben den geschlagen. Dann benutze ich einfach die Zerklinge. Oh, wie gut die KI diesmal ist. In der letzten Runde habe ich mich auch beschwert, dass die KI einfach gar nichts kann. Und hier ist sie jetzt mega aggro. Beziehungsweise, ich habe auch nicht gut aufgepasst. Okay, dann würde ich sagen, du stellst dich dahin, um hier auf die Seite aufzupassen. Und jetzt habe ich nicht genug Versorgungsdepots. Oh, der ist aber mies. Ottmar Zittlau, genau, das ist eine Figur aus der... Oh, wie heißt das denn nochmal? Das Äquivalent zur Heute-Show. Das lief damals auf RTL, das war mit, wie nennt sich das? Mit Günther Jauch... Nicht Günther Jauch, sondern mit, ich weiß nicht mehr. Ottmar Zittlau war eine Figur, die wurde gespielt von Bastian Pastewka. Ach genau, hier oben sitzt noch eine unsterbliche Drohne, falls man zu doof ist, sie da unten zu retten. Die hebt aber, wenn man die hier raus bewegt, automatisch diese komische Kassette auf. Und damit, dass wir nicht aufgeben, würde ich allerdings sagen, wir machen hier mal den Partende. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier andere Kanäle abonnieren. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.